International sind wir absolut vernetzt und deswegen sind hier die Themen auf dem ITF ganz klar. Die optimale Ablaufen von Transportketten, die Schnittstellenproblematik muss gelöst werden. Das heißt, keine Grenzen, offene Märkte und da ist es natürlich umso wichtiger, die Vernetzung mit den Verkehrsträgern zusammen zu haben. Die größte Herausforderung ist einfach, dass über die Grenzen hinweg alle Verkehrsträger optimal vernetzt sind. Deutschland ist Logistikweltmeister und deswegen ist es umso wichtiger für eine kraftvolle Wirtschaft, dass wir mit unseren internationalen Partnern in guten Dialog sind und diese Schnittstellenproblematiken zwischen den Ländern, aber auch zwischen den Verkehrsträgern lösen. Wir wollen unsere Position als Deutschland, als Logistikweltmeister national stärken, indem wir beispielsweise Förderungen des kombinierten Verkehrs machen, staatliches Geld für Unternehmen, die sich ansiedeln und optimal über die Verkehrsträger hinweg Logistik ablaufen lassen und die Transportketten hervorragend managen. Das heißt, wir tun einiges dafür. Im Aktionsplan Güterverkehr und Logistik hat die Bundesregierung klare Maßnahmen zur Stärkung des Logistikstandorts beschlossen. Wir sehen hier beim ITF natürlich wunderbare Gelegenheiten bilateral, aber auch im Rahmen von den Ministertreffen und vieles mehr Themen abzuarbeiten. Und das ist auch der Sinn des ITFs. Und die größten Herausforderungen sind einfach, dass wir den Bürgerinnen und Bürgern den größtmöglichen Service durch optimale Transportwege gewährleisten und damit auch unsere Wirtschaftsgüter in die Welt hinausbringen mit guten logistischen Abläufen. Es wird eine zentrale Frage sein für die Zukunft, wie Mobilität optimal vernetzt werden kann, wie Mobilität auch bezahlbar bleibt. Die soziale Frage der Teilhabe an Mobilität wird für uns ganz entscheidend sein. Denkt man nur an die explodierenden Energiepreise und vieles mehr. Das wird die Herausforderung der Zukunft sein. Dazu hat es viele runde Tische gegeben und viele Arbeitsgruppen und das ITF ist da eine sehr gute Plattform. Wenn man nur Beispiele aufzählt, ob das die Einigungen sind, die die Alpenländer beschlossen haben, ob das Themen sind der grünen Logistik, ob das Themen sind der Krisenmanagements bei Vulkanasche oder anderen Krisen und vieles mehr. Es ist der Sinn des ITFs, zusammenzukommen und die Leitthemen der Zukunft zu besprechen, am absoluten Leitmeeting, vor allem für die Zukunft hier mit allen Regierungen in den Dialog zu bekommen. Unser deutscher Beitrag ist einfach, auch hier in der Ausstellung viele neue Ideen zu zeigen und vor allem damit auch eine Plattform zu bieten, wie modern Transport ablaufen kann. Und deswegen bin ich ganz glücklich, dass wir jetzt viele, viele Gespräche noch anstehen haben und das Weltverkehrsforum natürlich auch ein Schaufenster für Deutschland ist.